Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor 9 Tagen bekam ich 2 Säcke mit Altkleider. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, was in diesen Säcken drin ist. Ich habe da selber noch nicht nachgeguckt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So. Ich reiße jetzt den Sack auf und es fällt schon ein bisschen was raus. Das zeige ich gleich im Anschluss, was rausgefallen ist. Aber erstmal öffne ich den Sack. So, der Sack ist geöffnet. Und da ist drinne ein Pullover. Ein Hemd ist hier drinne in der Größe S. Also ich merke schon, das werden Kleider sein, die mir höchstwahrscheinlich nicht passen werden. Also dafür müsste ich echt ein paar Kilos abnehmen. Hier ist noch ein Hemd in der Größe S. Hier habe ich noch ein Hemd in der Größe S. Für S bin ich definitiv zu fett. Oh, das könnte mir passen. Das hier ist ein Hemd in der Größe L. So. Hier ist eine Strickjacke in der Größe M. Ob M mir passen wird, ich weiß nicht. Kommt immer auf den Schnitt an. Hier ist noch eine Strickjacke in der Größe M. Das sieht schon echt klein aus. Vielleicht kann ich das ja im nächsten Sommer als bauchfrei tragen. Vorausgesetzt, ich habe ein paar Pfunde abgenommen. Hier ist ein Hemd in der Größe M. Dann machen wir weiter mit der... Ach, ist keine Strickjacke. Ist ein Pullover in der Größe S. Mal gucken, wie es ausschaut. Okay, von der Länge her könnte es vielleicht was werden, aber von meinem Bauchumfang her sehr kritisch. Hier hätten wir ein Pullover in der Größe M. So. Ein Pullover in der Größe S. Hier hätten wir jetzt ein Pullover in der Größe S. Oh. Nein, fall nicht runter! Na gut, ich kann es auch irgendwie halten. Okay, eine Sache ist runtergefallen.
Aber ich mache mal weiter mit dieser Jacke hier. Welche Größe hat die? Steht keine Größe dran. Mal schauen, ob die mir passt. So. Was ist das hier? Ach, das ist noch eine Jacke. In der Größe L. Hier hätten wir mal eine Hose. In der Größe 46. So. Mal gucken, ob die mir hier so passt. Oh, könnte sehr kritisch sein. Also an den Beinen würde mir das passen, aber im Bereich oben sieht sehr kritisch aus. Ich habe ein bisschen zu viel Po-Fett. So, hier hätten wir ein Pullover in der Größe M. Hier ist noch ein Pullover in der Größe S. Oh, das sieht... Ah, das ist ein T-Shirt. Aber sieht auf jeden Fall sehr klein aus. Welche Größe hat es denn überhaupt? Steht noch nicht mal eine Größe dran. Und da ist sogar schon ein Loch drin. Mal gucken, zum Pfandsammeln kann ich das vielleicht noch verwenden. Oder wenn ich im Sommer bauchfrei rumlaufen will. Ich komme noch mal nach vorne. Gucken wir mal. Ja. Das geht mir nur gerade mal bis zum Bauch. Also nächster Sommer kann kommen. Ich habe genug bauchfreie T-Shirts. Ich glaube, es wird jetzt das zweite sein. Ach nee, das andere war, glaube ich, ein Pullover gewesen. Ich weiß es selber nicht mehr so. So viel Klamotten hier. Aber machen wir mal weiter mit diesem Hemd hier in der Größe S. Hier hätten wir ein T-Shirt. Hier ist auch keine Größe mehr angegeben, ist rausgeschnitten. Dann ist hier noch ein T-Shirt in der Größe S. Und langsam geht der Sack zu Ende. So, ach, hier haben wir einen Schuh. Und noch eine Sache ist runtergefallen. Welche Größe hat der Schuh überhaupt? Keine Größe dran. Schmeißen wir mal rüber. Na gut, der Schuh hätte ruhig mal ein bisschen sauber gemacht werden können. Aber ich will ja nicht allzu kritisch sein. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Machen wir mal weiter mit diesem Pullover hier in der Größe S. Und der Sack ist soweit leer. So, schmeißen wir mal nach hinten. Als nächstes mache ich diesen Sack hier auf. Und danach schaue ich mal, was alles mir auf den Boden gefallen ist. So. Hier sind Schuhe drin. Aber leider wieder keine Größe erkennbar.
schnell rüberschweißen. Hier ist noch ein Schuh drin. Ne? Ach, das ist der andere Schuhpaar-Teil. Wie auch immer. So. Hier hätten wir eine Hose. Leider kann ich jetzt spontan keine Größenangabe finden. Aber ich glaube, könnte mir eventuell passen, aber bin mir nicht sicher. So, schnell die Hose rüberschmeißen, bevor mir der Sack hier runterknallt. Dann haben wir hier ein Gürtel drinne. Auf jeden Fall ein schöner Gürtel. Dann ist hier ein T-Shirt drinne in der Größe L. Dann ist hier ein Hugo Boss T-Shirt drinne in XXL. Da könnt ihr mir vorstellen, dass mir das definitiv passen wird. Denn XXL ist eigentlich meine Größe mittlerweile, so viel wie ich zugenommen habe. Dann haben wir hier ein T-Shirt in der Größe M. Dann mache ich mal weiter mit noch einem T-Shirt in der Größe M. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin in der Größe M. Dann mache ich weiter mit noch einem T-Shirt. Hier ist leider keine Größenangabe zu finden. Ob mir das passt? Keine Ahnung. Ich werde später nach dem Video ausprobieren. Ich meine anprobieren. So, hier ist noch ein T-Shirt drin. Wieder keine Größenangabe erkennbar. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin. In der Größe S. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin. In der Größe M. Und es kommen noch sehr viele T-Shirts mehr. So wie dieses hier in der Größe S. Dann ist hier wieder ein T-Shirt in der Größe XXL. Also XXL könnte mir passen, allerdings glaube ich nicht, dass es lang genug ist, um meinen Bauch zu bedecken. Oder das täuscht nur. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin in der Größe M. Noch ein T-Shirt drin in der Größe S. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin, sieht schon groß aus und ist sogar XXL. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass mir das passt. So,
Das wird ja echt kein Ende hier. Hier ist noch ein T-Shirt. Ach nee, ist ein Pullover sogar drinne. Aber hier finde ich leider keine Größeangabe. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt ohne Größenangabe. Aber ja, so wenn ich mir das so angucke, könnte mir passen. Dann habe ich hier noch ein T-Shirt drin in der Größe M. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin in XXL. Da bin ich auch zuversichtlich, dass es mir passen könnte. Hier ist noch ein T-Shirt drin, ohne Größeangabe. Dann ist hier noch ein T-Shirt drin in der Größe S. Hier ist noch ein T-Shirt drin in der Größe S. Dann ist hier in der Größe M ein T-Shirt drin. Dann habe ich hier noch ein T-Shirt in der Größe L. Dann gibt es mal zur Abwechslung eine Hose. Oha, sogar eine richtig schöne Hose sogar. In der Größe 38. Da muss ich einmal noch kurz nach vorne kommen, um zu gucken, ob mir das passt. Okay, oben herum könnte wieder ziemlich eng werden, aber es könnte schon passen. Dann haben wir hier noch eine Hose in einer etwas dunkleren Farbe. Haben wir? Ja, es ist Größe 36, also noch eine Nummer kleiner. So, langsam kommen wir zum Ende. Sind nur noch wenige Kleidungsstücke drin. Hier ist ein T-Shirt ohne Größeangabe. Dann ist hier eine Hose drin. Die aber auch schon ziemlich mitgenommen aussieht. Und da finde ich keine Größeangabe. Dann haben wir hier drinne noch eine Hose. Hier finde ich auch keine Größeangabe. Mal gucken, ob die mir passt. Ja, könnte mir vorstellen, dass das schon gut passen könnte. Und die Tüte ist leer. So, schmeißen wir nach hinten. Und zum Schluss hole ich mal alles hoch, was mir vorhin alles runtergefallen ist. So, runtergefallen ist mir diese schöne Jacke hier. Welche Größe hat sie denn? XL. Also die Jacke gefällt mir. Dann ist hier noch runtergefallen. Oh, ein Sakko.
zum Schluss, was mir noch runtergefallen ist, ist noch ein Sakko. So, gucken wir mal, ob das mir passt. Ja, also zum Anziehen passt das, ob ich das zumachen kann. Oh, wird schon kritisch. So, einen Knopf habe ich schon mal zugekriegt und es spannt schon ganz schön. So. Ach, ich habe auch noch Verkehr zugeknöpft. Zuknöpfen will gelernt sein. So. Gucken wir mal. Oh ja. Also ich kann mich da kaum drin bewegen. Die Knöpfe schwanken ganz schön. Also ich belasse es lieber im offenen Zustand. Oh, ein Knopf wird sogar schon ein bisschen locker. Man merkt, ich bin richtig fett geworden. So. Dann sehe ich hier noch, dass auf dem Boden doch was liegt. Ein Kleiderbügel. Warum auch der immer damit eingepackt wurde. Ich habe noch nicht mal einen Kleiderschrank. Und ein Gürtel war da noch drinne. So, das war alles in den zwei Säcken voller Altkleider drinne. Also einiges kann ich auf jeden Fall verwenden, aber das meiste, dafür müsste ich erstmal ein paar Funde abnehmen. Vielen Dank an denjenigen, der mir die ganzen Altkleider gegeben hat. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.